Ja, moin moin, Miro hier. Dennis, ich habe nicht wirklich Urlaub, aber ich habe heute einiges geschafft für die Uni und da kann man sich ja mal auf seinen Balkon setzen und die Sonne genießen. Jetzt ist sie auch nicht mehr ganz so heiß. Du wolltest gerne wissen, was wir so für Urlaubslektüre haben. Ja gut, im Moment lese ich gar nichts in der Uni, aber wenn ich mal echt im Urlaub bin, dann nehme ich mein Kindle mit. Und ich habe vor einer ganzen Weile, vor ein paar Monaten, eine Seite im Internet gefunden, die heißt storybundle.com. Die blende ich unten mal ein. Und also das ist nur was für Leute, die auch gerne englischsprachige Bücher lesen. Und dort kann man, ganz was Neues mal, spenden. Also man sagt selbst, wie viel man gerne für die Bücher zahlen möchte. Meistens sind es so 5 bis 10 Stück aus einem bestimmten Genre. Ich habe hier den Big Bang Bundle, das war der erste von denen. Der hat, glaube ich, 10 Bücher, alles Science Fiction. Danach haben sie nochmal Science Fiction gemacht, Fantasy Bundle, alles mögliche querbeet gemischt, auch ein paar Detektiv-Stories und sowas mit bei. Und das Besondere ist eben erstens, dass man selbst den Preis bestimmen kann. Und ab einem bestimmten Preis bekommt man dann noch 2 oder 3 Bonusbücher. Das ist meistens so um die 10 Euro, also Dollar, wohlgemerkt, Dollar. Man braucht eine Kreditkarte oder PayPal zum Bezahlen, aber PayPal haben ja die meisten mittlerweile. Und dann zahlt man da meinetwegen 10 Dollar, um die Bonusbücher zu bekommen. Dann hat man, ich weiß nicht, 8 Euro gezahlt für 10 Bücher. Ziemlich cooler Deal. Vor allem, weil man damit die Verlage umgeht und den Autoren direkt das Geld gibt. Außerdem kann man auch noch einen bestimmten Teil für die Seite selbst und einen anderen Teil noch für verschiedene Stiftungen für junge Autoren und so weiter festlegen, wie viel man da gerne spenden würde. Standardmäßig sind das irgendwie 30% für Stiftungen und die Seite und 70% für die Autoren oder so. Das ist jedenfalls super. Seit einem halben Jahr kaufe ich da immer wieder sehr gerne ein und ja, auch das Kindle oder andere E-Book-Reader sind sehr praktisch, denn dann hat man seine ganze Bibliothek dabei. Ich war immer sehr skeptisch, was das angeht und habe meine Papierbücher vorgezogen. Aber ja, einmal so ein Ding in der Hand gehabt und dann musste ich sofort eins haben. Allein schon, dass man nicht mehr umblättern muss, ist genial. Ja. Also so viel zu mir, meinem Urlaub und den Büchern. Und meinem Feierabendbierchen. Du hattest gefragt, wenn ich das richtig verstanden habe, was für ein Urlaubsmesser wir dabei haben oder haben würden. Naja, mein kleines Victorinox Small Tinkerer habe ich immer dabei. Also würde ich es auch im Urlaub mitnehmen. Habe ich auch schon gemacht. Hätten wir das. Ja. Ups. Falls du mich ziehst, das M6 brauche ich nicht. Das habe ich ja schon dank dem Stefan. Danke, Stefan. Also, falls du mich ziehst fürs M6, dann pack das los einfach wieder rein. Ist auch nicht weiter tragisch. Aber dann hätte ich mal Glück gehabt. Ja, und weil ich eh schon auf dem Balkon bin, zeige ich euch noch mal kurz, was sich bei meinen Pflanzen getan hat. Neger hatten da ja auch noch mal gefragt. Schauen wir mal. So, hier oben tut sich eigentlich gar nichts. Dann habe ich meine 2 Aloe Vera endlich auf den Balkon geholt. Die waren vorher immer auf der Nordseite und brauchen echt dringend ein bisschen Licht. Man sieht auch, der einen hier geht es nicht ganz so gut. Aber Highlight Nummer 1, meine Paprika wird immer größer. Ich muss noch mal gucken, wann man die erntet, beziehungsweise wie man das erkennt. Ist leider die einzige geblieben, aber das ist schon okay. Und meine Tomate, die wächst ganz mächtig, hat sich hier schon gegen meine Fenster gelehnt. Ich muss mal hier oben noch mal gucken, ob da noch was abzugeizen ist. Ja, hier ist einer. Und hier ist ein kleiner. Und hier. Ja, und hier unten habe ich mal versucht, 2 Stück reinzustecken, aber na, die wollen nicht so recht. Ganz cool ist aber, seitdem ich die ordentlich wässer, wächst die Pflanze.
Und ich habe auch zum ersten Mal zwei Tomaten, die fast gleichzeitig reif werden. Dann noch die vier, hier oben drei, hier ist auch noch einer. Und hier oben sind auch immerhin drei Stück. Und noch ein paar Blüten, also es kann durchaus sein, dass ich noch ein bisschen mehr ernten kann. Ja, also für eine Pflanze ganz gute Ausbeute, bin ich ganz zufrieden mit. Akku ist fast alle und ich habe auch schon wieder lang genug gequatscht. Ich gehe jetzt also wieder rein, nachdem ich mein Feierabendbierchen getrunken habe und ich sag mal, ich mache noch was für die Uni. Vielleicht mache ich es ja. Das war's von mir. Grüße aus dem Norden und Dennis, wie immer eine coole Aktion. Klasse, dass du die Dinger auch weiter verschenkst und nicht irgendwie, naja, du verkaufst du was eh nicht. Wir kennen dich ja, bist ja ein großzügiger. Genug gesappelt. Nochmal Grüße aus dem Norden und bis dann.